Hallihallo zurück auf der Hauptbühne der TinCon und ein herzliches Willkommen an alle Gäste, die von der Republika herübergewuselt sind. Sehr schön, so viele neue Gesichter. Die nächsten zwei Speaker, die ich jetzt hier für euch begrüßen darf, die sind unterschiedlich wie Tag und Nacht und das, obwohl sie Brüder sind. Nico Semsrott ist der traurigste Komiker der Welt. Er würde am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen und sein Bruder Arne Semsrott, der hingegen hat sehr viel Energie, arbeitet bei der Open Knowledge Foundation und ist Projektleiter bei Frag den Staat. Ihr merkt, da trifft Passivismus auf Aktivismus. Bitte heißt sie herzlich willkommen. Hallo, das ist Arne, ich bin Nico. Wir haben einen Vortrag vorbereitet seit gestern zum Thema Aktivismus versus Passivismus. Wir haben ein paar Dinge gemeinsam. Wir haben zum Beispiel die gleichen Eltern. Das führt dann auch dazu, dass wir die gleichen Stimmen haben. Können wir kurz mal testen. Man kann das kaum auseinanderhalten. Wir haben die gleichen politischen Ziele und das hat Salva auch schon richtig gesagt, unterschiedlich viel Energie und das führt eben dazu, dass Arne Aktivist ist und ich Passivist. Was hat uns zu dem gemacht, was wir sind? So ein bisschen natürlich eben unsere Familie. Unsere Familie, die teilt doch in gewisser Weise einen ähnlichen Humor. Ich habe hier auch extra alle anonymisiert, weil ich es falsch gefunden hätte, nur mich und meine Frisur zu anonymisieren. Wir haben eben ähnlichen Humor, denn unsere Großeltern sind auf dem Bild auch drauf. Ich habe auch extra vorhin nochmal gefragt, meine Eltern finden das cool, unsere Eltern finden das cool, dass wir das zeigen. Ja. Das ist das eine und das andere ist, dass wir eine gemeinsame Satire-Ausbildung und auch politische Ausbildung genossen haben auf einer katholischen Schule. Wir haben von Profis gelernt, waren eben auf einem katholischen Gymnasium und hatten dort zu tun mit einer allmächtigen Nonne. Also es war sozusagen Absolutismus in einem 1100 Menschen Umfeld und dort haben wir beiden dann eine verbotene Schülerzeitung gegründet, wobei wir erstmal in der erlaubten Schülerzeitung aktiv waren. Die hieß Sophies Welt, denn die Schule hieß Sophie-Barrath-Schule und dann ging es darum, mit der Schulleitung zu diskutieren, dürfen wir jetzt unsere Artikel ohne Zensur rausbringen? Und sie hat gesagt, nein, es braucht erstmal einen Beratungslehrer, der über alle Artikel drüber geht. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann verkaufen wir die Schülerzeitung eben vor der Schule und dann hat sie uns gesagt, das wird Konsequenzen haben und wir haben das dann so interpretiert, aha, okay, dann fliegen wir eben von der Schule, wenn wir diese Schülerzeitung rausbringen. Wir haben diese neue Schülerzeitung dann Sophies Unterwelt genannt. Und dieser Streit ist dann innerhalb eines Schuljahres immer weiter eskaliert. Wir durften dann diese Schülerzeitung auch gar nicht mehr innerhalb der Schule lagern. Arne war zu dem Zeitpunkt auch Schulsprecher. Wir hatten diese Schülerzeitung phasenweise im Büro der Schülervertretung auch gelagert. Das hat die Schulleiterin bei einem Kontrollgang sogar selbst bemerkt und hat uns dann gesagt, das dürft ihr auf keinen Fall bei der nächsten Ausgabe auch so machen. Und dann war es natürlich die große Frage, wo können wir diese Schülerzeitung das nächste Mal lagern? Und dann haben wir gesagt, man kann ja ein Dixi-Klo vor der Schule aufstellen. Man kann das auch beim Bauamt beantragen, dass man das machen kann. Und dann haben wir die Schülerzeitung, die letzte Ausgabe eben aus einem Dixi-Klo heraus verkauft unter dem Motto Schülerzeitungsverbot, da scheißen wir drauf. Genau.
das alles, all diese Erfahrungen auf dieser katholischen Schule, die haben für uns sozusagen ein Initiativmoment, ein Erweckungserlebnis, ein Erleuchtungserlebnis bedeutet. Wir haben nämlich gemerkt, wenn wir gemeinsam mit satirischen Mitteln oder irgendwie mit aktivistischen Mitteln aktiv werden, dann können wir auch eine hohe Machtkonzentration ein bisschen erschüttern. Wir hatten sehr viel Medienberichterstattung, damals im Jahr 2005 darüber, Spiegel Online hat berichtet, NDR, ZAP Magazin, Süddeutsche Zeitung. Es steht heute noch im Wikipedia-Eintrag dieser Schule, dass diese Schule eben überregional bekannt wurde durch diese Schülerzeitungsgeschichte. Und daraus abgeleitet haben wir heute ein paar Glaubensgrundsätze mitgebracht. Ne? Wir sind gläubig, nur anders als diese Schule das vorgesehen hat. Fangen wir an mit dem ersten Glaubensgrundsatz: Demokratie bedeutet Machtteilung. Ne? Es gibt unterschiedliche Systeme. Es gibt zum Beispiel autoritäre Staaten. Da fühlt man sich als Einzelner so: Ich bin so klein und der Staat ist so groß. Und in einer vernünftigen Demokratie ist die Machtverteilung ein bisschen ausgeglichener. Da fühlt man sich doch relativ selbstbewusst dem Staat gegenüber und der Staat ist sozusagen auf Augenhöhe. Ne? Da gibt es unterschiedliche Modelle. Und was war mein Überleitungssatz? Kannst du damit weitermachen? Und deswegen... du bist immer noch dran. Ja, okay. Das ist, deswegen gab es keine Überleitung. Ja, okay. Manchmal fühle ich mich ohnmächtig. Wenn wir... Hilf mir. Ich mach mal so, das ist wahnsinnig warm. Wie machst du das eigentlich? Ja, gut. Viele Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen, drehen sich letztlich um die Frage, wer hat die Macht? Und wenn wir, bei mir ist das so, ich glaube bei dir auch, uns tagesaktuelle Politik anschauen, sei es jetzt Trump oder sei es Brexit oder sei es Jens Spahn, dann fühlt man sich, glaube ich, sehr einfach sehr ohnmächtig. Und in all diesen Fragen um Macht ist auch eine zentrale Frage tatsächlich, wer hat denn eigentlich Zugang zu Informationen? Denn, ja, das ist ein bisschen alt, so dieser Ausspruch, aber er stimmt, Wissen ist Macht. Wer Zugang zu Informationen hat, wer Zugang zu zentralen, wichtigen Informationen hat, hat damit auch den Zugang dazu, etwas zu bewegen. Und wenn Wissen Macht ist, und da kommen wir so ein bisschen in den Bereich, in den ich arbeite, dann ist offenes Wissen Ermächtigung. Denn wenn wir Wissen im Sinne der Machtteilung möglichst vielen Menschen zugänglich machen, dann geben wir damit auch die Grundlage für viele Menschen, etwas zu verändern. Und wenn wir uns gleichzeitig Deutschland anschauen und wie Politik hier so funktioniert, dann sehen wir, dass wir eigentlich an ganz vielen verschiedenen Stellen immer noch eine enorme Konzentration von Herrschaftswissen haben. Also von Wissen, das nur bestimmten Menschen zugänglich ist, bestimmten Politikern und vor allem bestimmten Menschen in der Verwaltung. Und dieses Herrschaftswissen, das kann man aufbrechen. Und dazu arbeite ich vor allem mit Hilfe von einem Gesetz, dem Informationsfreiheitsgesetz, einem großartigen Gesetz, das aber kaum jemand kennt, das allen Menschen die Möglichkeit bietet, Informationen ganz grundsätzlich mit diesem Informationsfreiheitsgesetz vom Staat anzufragen. Dafür haben wir eine Plattform, die heißt fragdenstaat.de. Über Frag den Staat können alle Menschen Anfragen stellen nach allen möglichen Informationen, die beim Staat liegen. Das heißt zum Beispiel nach den Abi-Klausuren der letzten Jahre. Die müssen in der Regel herausgegeben werden. Ist eine amtliche Information, liegt beim Staat, müssen herausgegeben werden. Oder auch Schulinspektionsberichte oder alle möglichen Arten von Gutachten, die bei Ministerien liegen. Über Frag den Staat kann man das ja einfach tun. Das haben inzwischen so viele Menschen gemacht, dass über 100.000 Anfragen da sind, auf dieser Plattform liegen. Und das Interessante, nicht nur die Anfragen, sondern eben auch die Antworten darauf. Denn für Demokratie braucht es Öffentlichkeit. Und was Frag den Staat macht, ist, so eine Öffentlichkeit herzustellen. Wenn ich zum Beispiel die Abi-Klausuren der letzten Jahre anfrage, dann bekomme nicht nur ich die über Frag den Staat, sondern die sind direkt online für alle einsehbar. Und dieses Prinzip, das versuchen wir so ein bisschen weiterzudrehen. Wir machen nicht nur diese Plattform, sondern wir versuchen daraus Kampagnen zu drehen. Und wir beschäftigen uns viel damit, wie denn eigentlich Demokratie funktioniert und wie sie funktionieren sollte. Und da schauen wir uns zum Beispiel den Gesetzgebungsprozess an. Bisher war es ganz lange so, eigentlich über Jahrzehnte so, dass Gesetze in Deutschland in der Regel so gemacht werden: Ein Ministerium schreibt ein Gesetz,
schickt es dann an Lobbyisten, an Interessenvertreter, ganz normal, das heißt Verbändebeteiligung. Die geben dann ihr Feedback dazu, das wird eingearbeitet und dann geht es ans Bundeskabinett und in den Bundestag. Und dieser gesamte erste Teil von diesem Gesetzgebungsprozess, da wird ein erster Entwurf gemacht, Lobbyisten sagen was dazu, der war bis jetzt intransparent, den konnte man nicht sehen. Was wir gemacht haben, zusammen mit Abgeordnetenwatch bei dieser Kampagne Gläserne Gesetze, ist, wir haben uns eine Datenbank gebaut, wir haben uns gedacht, so einfach die Ministerien fragen, veröffentlicht ihr das, das funktioniert nicht. Wir haben uns stattdessen eine Datenbank gebaut mit Gesetzentwürfen der letzten Jahre, mit Lobbyisten, die dazu Stellungnahmen abgegeben haben. Das war dann eine Datenbank von 17.000 verschiedenen Dokumenten und haben Leuten gesagt, klickt doch mal auf eins davon rauf. Und wenn man raufgeklickt hat, dann hat es automatisch das System eine Anfrage mit dem Informationsfreiheitsgesetz ans jeweilige Ministerium geschickt. Das hat dazu geführt, dass dann innerhalb von einer Woche knapp 2.500 Menschen das gemacht haben und wir sehr, sehr schnell, eigentlich schon nach 24 Stunden, von Ministerien Anruf bekommen haben. So von verschiedenen, aus verschiedenen Richtungen, hey, was macht ihr da? Hört doch bitte damit auf. Und wir haben gesagt, nee, warum denn? Informationsfreiheitsgesetz, hat doch jeder das Recht darauf. Und dann wurden ganz schnell Treffen einberufen von Staatssekretären der verschiedenen Ministerien. Und nach einer Woche wurden wir angerufen und die Ministerien haben uns gesagt, okay, wir veröffentlichen das alles von uns aus, aber nur unter einer Bedingung, ihr hört auf, das anzufragen. Das heißt, mithilfe dieser Plattform und mithilfe von letztlich nur sehr, sehr wenigen Menschen, 2.500, das sind nicht wahnsinnig viele, haben wir es geschafft, die Verwaltung dazu zu bringen, diese Informationen des Gesetzgebungsprozesses des ersten Teils von sich aus zu veröffentlichen. Genau. Wir sind immer noch beim Glaubensgrundsatz, Demokratie funktioniert nur über Öffentlichkeit und gerade wenn man die Europäische Union betrachtet, merkt man, das ist ein kritischer Teil, ne? Man erfährt kaum etwas über die Europäische Union. Dort gibt es zwar ein Parlament, das auch von uns in den nächsten Wochen gewählt wird, aber es funktioniert quasi Demokratie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt kaum Beachtung dafür. Und einer der bekanntesten Europaabgeordneten ist Martin Sonneborn von der Partei. Ich stehe auch zur Wahl, zu dieser Europawahl als Kandidat für das Europäische Kommissionspräsidentenamt auf Listenplatz 2. Ihr könnt ja jetzt einfach mal mit mir gemeinsam so einen Selbsttest machen. Wäre die Partei jetzt auch was für euch? Ne? Unter diesem Aspekt Öffentlichkeit schaffen. Die erste Frage lautet, verfolgst du aufmerksam die Politik der Europäischen Union? Wenn deine Antwort ist LOL, dann gehen wir später weiter und wenn deine Antwort ist klar, dann wirst du auch sehr locker die nächste Frage beantworten können, die da lautet, was davon existiert nicht? Der Europarat, der EU-Rat, der Europäische Rat oder der Rat der Europäischen Union? Weiß es jemand zufällig? Das zweite? EU-Rat, genau, das ist richtig, der EU-Rat existiert nicht. Wenn du das richtig gesagt hast, dann wähl doch, was du willst. Ja? Am besten die Partei. Wenn du aber eine der anderen drei Optionen gewählt hast, Europarat, Europäischer Rat oder Rat der Europäischen Union, dann sind wir eigentlich wieder bei der Ausgangsfrage. Verfolgst du aufmerksam die Politik der Europäischen Union? Und die ehrliche Antwort müsste dann lauten LOL. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Glaubst du, dass Demokratie ohne Öffentlichkeit funktionieren kann? Wenn du sagst nö, dann ist die Partei die beste Wahl. Wenn du sagst nö, aber in Rot, dann auch. Ja, das war's. Macht kommt von Machen und damit bist du dann wieder dran. Das ist unser dritter Glaubensgrundsatz und der hängt sowohl mit der Partei zusammen als auch mit der Arbeit, die wir machen. Jetzt ganz konkret haben wir gerade im Zusammenhang mit Glyphosat so eine kleine Aktion. Vielleicht haben das ein paar von euch mitbekommen.
Es gibt dann ein Bundesinstitut in Deutschland, das Bundesinstitut für Risikobewertung, so heißt das. Das ist zuständig für die Einstufung von Glyphosat. Das soll ein bisschen dazu wissenschaftliche Einschätzungen liefern, wie dieses Herbizid, ein Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat auf die Umwelt wirkt. Und es gibt seit Jahren große Streits um dieses Mittel, weil dem vorgeworfen wird, dass es Krebs verursacht. Und wir haben uns damit in den letzten Monaten auch ein bisschen beschäftigt, haben von diesem Bundesinstitut ein Gutachten angefragt zum Thema Glyphosat, haben das auch bekommen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, allerdings unter einer Bedingung, nämlich wir dürfen es selbst nicht veröffentlichen. Und das Bundesinstitut hat da nicht irgendwie auf Sicherheit oder solche Themen abgestellt, sondern hat gesagt, ihr dürft es nicht veröffentlichen mit dem Verweis auf Urheberrecht. Also das Bundesinstitut sagt, dass dieses Gutachten, das mit Steuermitteln letztlich finanziert wurde, von Beamten geschrieben wurde, dem Urheberrecht von einer Behörde unterliegt und deswegen nicht veröffentlicht wird. Und das ist natürlich auch deswegen gerade ein aktuelles Thema, weil jetzt gerade die Urheberrechtsrichtlinie durchgeprügelt wurde im Europäischen Parlament. Und ich glaube, an diesem Beispiel kann man sehr gut sehen, dass es beim Urheberrecht gar nicht mehr primär darum geht, dass Urheber tatsächlich geschützt werden sollen, also irgendwie kreative Leute, die vielleicht Kunst schaffen, sondern es geht vielmehr um Kontrolle von Informationen. Deswegen sprechen wir auch nicht vom Urheberrecht, sondern in diesem Zusammenhang vom Zensurheberrecht, weil es darum geht, dass der Staat versucht, mit diesem Mittel des Urheberrechts den Zugang zu Informationen einzuschränken. Und ich glaube, da gibt es viele Parallelen zur Zensurheberrechtsrichtlinie. Und das Bundesinstitut, das hat uns jetzt also verboten, das zu veröffentlichen. Wir haben es trotzdem veröffentlicht. Und das Bundesinstitut hat uns verklagt wegen Urheberrechtsverletzung. Wir sind dann vor Gericht gegangen, haben tatsächlich auch in erster Instanz verloren. Warum? Weil das Urheberrechtsgesetz in Deutschland so schlecht ist. Weil dieses Gesetz so schlecht ist und jegliche innovative Änderungen dazu, die vielleicht den Zugang zu Informationen besser machen würde, bisher abgeblockt wurde von Axel Voss und Konsorten. Und da haben wir uns gedacht, ja, wenn jetzt uns also verboten wird, dieses Dokument zu veröffentlichen, wenn aber alle Personen einzeln das Recht haben, es individuell anzufragen, dann bauen wir doch sehr schnell eine Plattform, über die man das auch anfragen kann. Haben das vor anderthalb Monaten gelauncht und inzwischen haben 40.000 Menschen dieses Dokument auch angefragt. Das Bundesinstitut musste tatsächlich eine neue E-Mail-Adresse sich anlegen, weil deren Server überlastet sind. Die hatten da einige Probleme mit. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass das Bundesinstitut allen 40.000 Menschen einzeln dieses Gutachten zugeschickt hat, über einen Zugangslink bei sich auf einer Website. Die haben extra eine eigene Website kreiert, Dokumente beim Bundesinstitut /Glypho. Diese 40.000 Personen haben jetzt also dieses Dokument. Ihr könnt das auch weiterhin anfragen über Frag den Staat. Aber das ändert an der Grundsituation erstmal nichts, nämlich wir dürfen das weiterhin nicht veröffentlichen. Aber Macht kommt vom Machen. Darüber, dass jetzt so viele Menschen mitgemacht haben, haben wir ein sehr gutes Argument. Denn wenn 40.000 Menschen so ein Dokument haben, wie kann man dann wirklich eigentlich noch verbieten, dass das dann veröffentlicht wird? Genau, und dahinter... Achso, ja. Und dahinter steckt letztlich eine Philosophie, die wir beide auch teilen, nämlich nicht nur zu kritisieren, sondern dann auch zu versuchen, mit einer großen Menge an Leuten so ein bisschen politische Aktionskunst draus zu machen. Und das ist ja auch wieder etwas, was die Partei sehr gut macht. Es gab da vor einigen Jahren den Goldverkauf der AfD. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit Parteienfinanzierung auskennt. In Deutschland werden die Parteien ja maßgeblich vom Staat gefördert und ein Teil sah bis vor kurzem noch so aus, dass nicht nur auf die Einnahmen, also auf den Gewinn, Gelder vom Staat dazu kamen, sondern einfach nur auf den Umsatz. Und das hat sich die AfD zunutze gemacht und einfach Gold quasi zum Selbstkostenpreis verkauft. Und daraufhin hat dann der Staat tatsächlich allen, also der hat sozusagen diesen
Verkauf subventioniert und hat der AfD dafür, dass sie zum Selbstkostenpreis Gold verkauft hat, etwa 500.000 Euro im Jahr einfach geschenkt. So war eben legal. Und daraufhin hat dann die Partei gesagt, naja, wenn die Gold verkaufen, dann verkaufen wir jetzt Geld. Es wurden einfach 100-Euro-Scheine für 80 Euro pro Stück verkauft. Auch hier haben massenweise Menschen mitgemacht. Das hat am Ende dazu geführt, dass die Parteienfinanzierung geändert wurde und jetzt fehlen der AfD jedes Jahr im Vergleich zu damals 500.000 Euro. Das ist ein Erfolg der Partei. So sah das aus. Ja, und das ist sozusagen ein strategischer Ansatz, den ihr ja auch die ganze Zeit fahrt. Ihr guckt euch das System an, guckt, wo sind sozusagen Lücken oder wo sind Gesetze, die man sich selbst wieder zunutze machen kann. Ne? Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Wenn es keinen Spaß macht, interessiert es fast niemanden. Also das kennt man von allen clickbaitigen Seiten. Ne? Ich kann das hier kurz mal illustrieren. Das ist langweilig, das ist cool. Ja. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Also, was ich eigentlich sagen will, man muss mehr Kaninchen angucken. Das wir haben noch Zeit, wir können uns das einfach ein bisschen angucken jetzt. Wir versuchen tatsächlich mit unserem Bereich, mit der Informationsfreiheit, nicht nur Leute dazu zu animieren, dieses Recht zu nutzen, sondern auch die Gegenseite so ein bisschen mit ins Spiel zu bringen. Wir haben also viel mit Behörden zu tun und in Behörden arbeiten natürlich auch Menschen. Und auch diese Menschen haben einen bestimmten Spieltrieb vielleicht, den wir uns ganz gut zunutze machen können in Bezug auf Informationsfreiheit. Deswegen haben wir letztes Jahr so ein neues Format versucht bei Frag den Staat. Und die Idee, die wir da gegründet haben, waren die Informationsfreiheitsmeisterschaften. Und die Idee dieser Meisterschaften war, dass wir ein und dieselbe Anfrage an alle 16 Bundesministerien gleichzeitig gestellt haben. Wir haben die dann in Duellen gegeneinander antreten lassen. Und wer zuerst geantwortet hat, ist in die nächste Runde gekommen. Und das hat so gut funktioniert, dass die Ministerien sehr schnell selbst mitbekommen haben, dass diese IFG-Meisterschaften laufen. Und das lief dann so, dass wir dann teilweise, also gewöhnlich kriegt man so eine Antwort innerhalb von einem Monat vielleicht, das ist so die gesetzliche Frist, und die haben durch die Bank weg nach ein oder zwei Tagen geantwortet. Es gab ein Ministerium in der zweiten Runde, das hat mir eine Antwort geschickt und hat direkt angerufen. Und, sind wir in der nächsten Runde? Hat's geklappt? Und das hat sogar funktioniert mit dem Innenministerium. Ihr könnt es euch vorstellen, Horst Seehofers Innenministerium, das ist, wenn es um Informationsfreiheit geht, eigentlich immer das Schlimmste. Und wir haben versucht, die so ein bisschen mit reinzuziehen. Wir haben das dann ein bisschen auf Twitter verbreitet und all die Ministerien sind jetzt ja auch auf Twitter. Und wir haben dann das BMI, das Innenministerium, angetweetet und haben gesagt, ja, Paukenschlag, Innenministerium hat nach einem Tag geantwortet, Horst Seehofer ist im Halbfinale. Und das Innenministerium hat direkt geantwortet mit einem GIF. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, dass so eine spielerische Herangehensweise auch wirklich alte Mechanismen, wir geben euch diese Informationen nicht, ganz schnell aushebeln kann. Denn noch nie haben die Ministerien so schnell geantwortet wie da. Vielen Dank. Am Anfang hieß es in diesem Vortrag Aktivismus versus Passivismus, aber im Prinzip arbeiten wir also zumindest an dem gleichen Ziel und wir müssen beides versuchen zu kombinieren. Also Arne ist ein Aktivist und dann können 40.000 Leute relativ passiv einfach mitmachen, indem sie kurz Klick machen. Und insofern ist das auch das Fazit. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank an euch beide. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Dafür haben wir für alle, die es noch nicht kennen, ein Wurfmikro. Das könnt ihr euch an den Kopf werfen, ohne dass es wehtut. Und ihr braucht eigentlich nur die Hand zu erheben. Danke. Und dann werfe ich es euch zu. Wer möchte den Anfang machen? Jetzt ist eure Chance und keiner beißt immer noch. Vermutlich. Vorne, in das schwarze Loch, nah am Mund halten. Ich habe nur eine Frage an Nico. Hast du Parteisticker dabei? Du musst nochmal fragen. Parteisticker? Ob ich Parteisticker dabei habe? Nein, leider nicht. Schade. Ich bin Demotivationstrainer. Meine Aufgabe ist es, zu enttäuschen. Das Mikro bräuchten wir aber wieder. Wer möchte? Da hinten. Ich hoffe, es funktioniert noch. Hallo? Ja. Hallo. Auch eine Frage an Nico. Du rechtfertigst ja deine Wahl damit, dass du so ein bisschen beispielhaft zeigen willst, wie drüberdrüssig wir gerade sind, dass es so viele Männer gibt, so viele weiße Männer in der Politik. Na, also ich habe so ein Interview mit dir gesehen, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen dein Argument ist. Und jetzt frage ich mich, warum schickt die Partei nicht einfach mal eine Frau? Also was hält euch davon ab? Mhm. Also, du hast ja gefragt, ich rechtfertige meine Wahl. Also noch bin ich ja gar nicht gewählt. Ich kandidiere ja, es liegt vor allem daran, dass die Partei zu 80% aus Männern besteht und die keine Frauenquote eingeführt hat. Und ich selbst bin sozusagen von außen relativ spät dazugekommen und hab mir gesagt, ich persönlich würde gerne auch kandidieren. Ich selbst bin für die Frauenquote und das beste Beispiel dafür, dass es die Frauenquote geben muss. Denn weil ich eben freiwillig nicht verzichten wollte, aber gleichzeitig, ja, also wenn es von außen, ich habe keine gute Antwort drauf. Aber dann könntest du ja mal die Frauenquote vielleicht so ein bisschen pushen. Bitte? Du könntest ja die Frauenquote mal so ein bisschen pushen in der Partei wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, sollte ich nach Brüssel kommen, dann wird die Frauenquote in meinem Büro auf jeden Fall mehr als 50% bestehen. Einfach, weil mir das selbst auch alles so unangenehm ist. Voll schön. Danke. Nein, aber auch, weil ich davon überzeugt bin. Also deswegen ist es mir ja auch unangenehm. Hi, also Hallo. Ich will tatsächlich das Thema gerade nochmal aufgreifen. Also das mit der Frauenquote, das war eigentlich eine ganz gute Antwort, weil ihr könnt halt auch nichts dagegen ändern, dass es 80% Männer sind, die sich für die Partei interessieren und aktiv sind. Und in dem Zusammenhang, du kannst ja, wenn du gewählt wirst, immer als Frau im Parlament sitzen. Immer als Frau gekleidet, einfach für die Frauenquote. Könnte ich machen, besser wäre natürlich, wenn wirklich eine Frau. Ja, gut, klar. Ja, natürlich. Aber das wäre vielleicht so eine Notlösung. Ich nehme den Vorschlag gerne auf. Also lieber ein schwacher Mann als so ein Macho-Mann. Finde ich gut. Ich hätte auch eine Frage an Nico. Die nächste muss aber. Hörst du mir? Du bist ja von Beruf Demotivationstrainer. Ja. Ich nehme mal an, ihr seid in der Branche auch irgendwie vernetzt. Deswegen würde mich interessieren, welche Demotivationstrainer die anderen Politiker im Europaparlament, ich denke da an CDU, CSU, SPD, alle Parteien der GroKo Haram und so weiter, wer diese Leute eigentlich so demotiviert hat, dass viele von denen am Mikrofon zu verenden scheinen. Also, soweit ich weiß, gibt es gar keine anderen Demotivationstrainer. Also ich glaube, ich bin der Einzige. Es ist ja auch der sinnloseste Beruf der Welt. Deswegen will ich damit ja jetzt auch aufhören, beziehungsweise meine Zielgruppe mir genauer ausgucken und dann vor allem die Konservativen und die Rechtsextremen demotivieren. Also nicht mehr so, ja. So, die nächste Frage. Ja, also ja genau, die Frage geht jetzt an dich. Arne, was hältst du von der Partei? Was hältst du von Nico?
Nee, was sind denn so eure aktuellen oder nächsten Projekte? Weil finde ich sehr interessant, was ihr bisher erreicht habt. Was ist denn noch so aktuell, vielleicht auch nach der Europawahl, oder was macht ihr denn? Super, danke für die Frage. Wir haben jetzt aktuell die EU-Behörden mit auf Frag den Staat getan, denn europäische Behörden kann man natürlich auch anfragen, und der Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene, der ist in Teilen noch viel intransparenter. Da gibt es so Triloge, so heißt das, wahnsinnig intransparent. Da geht so ein Gesetzesvorhaben rein, dann passiert irgendwas und dann kommt es raus. Das wollen wir aufbrechen, das ist so eine Sache. Wir haben gerade auch ein paar Kampagnen laufen. Eine heißt Frag Sie Abi. Da kann man tatsächlich die Abi-Aufgaben der letzten Jahre anfragen. Wer das jetzt noch nutzen kann, Abi ist noch, ne? Ist bald irgendwie so, kann die Aufgaben schnell noch anfragen über Frag den Staat. Und wir haben ein Projekt, das heißt Top Secret gerade. Da geht es darum, Hygienekontrollberichte von Restaurants. Falsche Zielgruppe, oder? Hygienekontrollberichte anzufragen. Also wir versuchen, in verschiedene Bereiche zu gehen. Wir sind da auch sehr offen für Ideen. Wenn ihr meint, da gibt es eine große Anzahl an Informationen, da sollte man doch mal ran, da sind wir sehr offen für. Naja, ist doch super, die Zielgruppe Dönerläden. Also gerade da gibt es doch auch Hygienekontrollen, und dann ist es interessant rauszufinden, was in dem Döner noch so drin ist, sozusagen, ja, aus der Küche in den Döner rein. Hier unten ganz kurz noch eine Frage, und zwar, wie krass seid ihr den Politikern denn bisher auf den Fuß getreten? Also weil zum Beispiel die Partei ist dafür bekannt, okay, die Partei, die Satirepartei, die machen nur Quatsch, und ihr habt wahrscheinlich auch einen Ruf im Europaparlament und so weiter und so fort. Wie ist es bei euch? Wissen die Politiker, oh, es geht bald wieder los mit dem Wettbewerb, oder habt ihr Drogen bekommen oder anonym? Ich weiß es ja nicht, aber ich denke, dass da viele wahrscheinlich versucht haben, euch stumm zu machen. Naja, wir werden ja gerade verklagt vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Wir wurden vom Innenministerium auch schon verklagt. Was jetzt in dem Urteil zum Beispiel drinsteht, ist, wenn wir dieses Gutachten jetzt trotzdem noch veröffentlicht würden, dann würde uns das 250.000 Euro kosten. Und das ist natürlich schon ordentlich. Das heißt, da wird schon mit solchen Mitteln gearbeitet. Und wir, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, aber wir verklagen selbst. Also das Bundesinstitut hat uns verklagt, dann haben wir das Bundesinstitut verklagt. Das gehört sich so. Und wir haben gerade so 30 verschiedene Klagen laufen gegen verschiedene Behörden, die Informationen nicht rausgeben wollen. Darunter ist auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst. Wenn ihr Lust habt, Klassenfahrt nach Leipzig. Am 29. Mai ist unser Verfahren gegen den Bundesnachrichtendienst in Leipzig. Wenn ihr mal Leute vom BND live sehen wollt, die werden da im Gerichtssaal im Bundesverwaltungsgericht sitzen. Und wir haben über dieses Verfahren, das erzähle ich ganz kurz noch, ein bisschen Akteneinsicht bekommen. Wenn man Teil ist von so einem Verfahren, kann man auch die Akten der Gegenseite anschauen. Und da kann man ganz gut sehen, wie die verschiedenen Stellen im BND sich über uns ausgetauscht haben. So, hä, wer ist das denn und was machen die denn eigentlich so? Und woher haben die eigentlich die Informationen? 3 Fragezeichen. Also ist so ganz interessant, ja. Die Partei wird übrigens auch gerade noch verklagt vom Bundestag, eben wegen dieses Geldverkaufs. Die AfD wurde damals wegen des Goldverkaufs nicht verklagt, die Partei aber wegen dieses Geldverkaufs eben schon. Das geht jetzt in die dritte Instanz. Und es gab mal so einen Dialog zwischen einer Richterin und einem Anwalt vom Bundestag. Der Anwalt vom Bundestag hat gesagt, aber man kann doch kein Geld verkaufen. Und die Richterin so, aber die Partei hat es doch gemacht. Hallo, ich habe eine Frage, die richtet sich an euch beide, also ihr könnt beide gerne antworten. Was entgegnet ihr Leuten, die sagen, die Zeiten seien zu ernst, um eine Partei wie die Partei zu wählen? Die Zeiten sind zu ernst, um sie nicht zu wählen, und zwar ist es ganz realistisch so, dass im nächsten Europaparlament eine Mehrheit von Konservativen und Rechtsextremen da sein wird. Und dann geht es darum, wie die progressiven Parteien sich organisieren. Und es ist total wichtig, dass da gute Sacharbeit gemacht wird. Aber die ist ja nichts wert, sozusagen, wenn nicht Satire und Öffentlichkeit diese Sacharbeit auch dieser Sacharbeit eine Bühne gibt. Also Satire alleine, ja. Also gerade weil das Europaparlament so unbekannt ist,
braucht es unbedingt immer mal wieder wenigstens für ein paar Minuten in einem viralen Hit so einen Spot drauf, dass überhaupt eine öffentliche Diskussion stattfinden kann, weil das die Grundvoraussetzung ist für Demokratie. Es muss eine Debatte geben. Und wenn es sonst eben keine Öffentlichkeit gibt, die Partei versucht das eben herzustellen. Ja. Ich glaube, die Zeiten sind zu ernst, um so eine Wahlkampagne wie die SPD zu machen. Mhm. Ich habe auch eine Frage an Arne. Wie finanziert ihr euch denn, wenn ihr sagt, ihr habt Verfahren am Laufen, ihr werdet verklagt, da fließt sicherlich viel Geld und mich würde mal interessieren, wie macht ihr das? Ich bedanke mich auch für diese Frage. Man kann fragt den Staat spenden. Wir sind zum großen Teil spendenfinanziert, also Leute, die gut finden, was wir machen, Leute, die gern auch den BND verklagen wollen. Wir haben so Zertifikate, wenn man uns spendet für diese BND-Klage, dann füllen wir das aus und dann steht da, Person ABC hat den Bundesnachrichtendienst verklagt. Kann man sich schön in die Küche hängen und so. Genau, wir hätten eigentlich auch ganz gerne auch öffentliches Funding, so von Ministerien und so, aber aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Hallo, ich kenne mich bei den Samsrots nicht so aus, aber ich finde es toll, dass ihr euch irgendwie vermehrt. Ich kannte erst nur den Nico, jetzt ist der Arne schon da. Kann man da noch mehr erwarten? So eine Familienpartei oder sowas? Von meiner Seite auf keinen Fall. Also miteinander nicht, ne? Nee. Und unsere Eltern sind aus dem Alter raus. Okay. Okay. Gern da nach vorn werfen. Moin, moin. Ihr seid ja beide ziemlich kreativ da drin, den Finger in Wunden zu legen. Also jeder auf seine Art. Jetzt ist die Frage eigentlich auch an euch beide. Siehst du dich in der Möglichkeit, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen im Zweifelsfalle, wenn es dann so kommen würde irgendwann? Und auch bei Frag den Staat, ist es denn so, dass ihr im Zweifelsfall auch in der Lage wärt, konstruktive Lösungsvorschläge zu geben für die Dinge, die ihr anprangert? Also konstruktiv sind ja viele unserer Vorschläge. Also ich fordere als Kommissionspräsidentschaftskandidat in Europa die Demokratie einzuführen, notfalls gegen den Willen der Wählerinnen und Wähler. Das ist ja ein sehr konstruktiver Ansatz. Nein, Satire ist grundsätzlich erstmal das Mittel des Unterlegenen und das ist so eine Art von Notwehr. Und ich fände es total schön, wenn ich irgendwann mal wirklich in diese Situation kommen würde, mir die Frage zu stellen, aber so wie ich mir die Demografie auf diesem Kontinent gerade angucke, habe ich das Gefühl, das wird eher noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis ich mir diese Frage realistisch stellen kann. Und es geht einfach nur darum, die Mächtigen ein bisschen zu stören und ein bisschen zu ärgern und denen möglichst viele schlechte Gefühle zu bereiten, ja, während sie einfach das Leben von Millionen Menschen schlechter machen. Ich meine. Ich hoffe, dass wir auch relativ konstruktiv sind. Die Idee, die bei uns dahinter ist, ist, dass Information so vielen Menschen wie möglich zugänglich ist. Und das ist natürlich erstmal die Basis, um dann darauf Beteiligung zu ermöglichen, ein anderes Gesellschaftskonzept zu ermöglichen. Also wenn wir jetzt konkret uns das Zensurheberrecht anschauen, dann haben wir zum Beispiel den Vorschlag gemacht, da sind wir aber auch nicht alleine mit, dass Informationen, die vom Staat generiert sind, ganz grundsätzlich allen Menschen zur Verfügung stehen sollte. Aber klar, das löst dann noch nicht alle Probleme, aber es gibt gerade auch Menschen, die jetzt noch nicht den Zugang haben zu diesen Informationen, dann eher die Möglichkeit mitzugestalten. Und ich möchte auch noch sagen, Satire ist im Prinzip ja auch insofern konstruktiv, als dass deswegen auch so viele Leute da sind, weil wir so etwas machen, wie wir es machen. Es interessiert Leute, also wir kommen in ein Gespräch, das allein ist schon konstruktiv und das daraus dann mehr entstehen kann, finde ich, ist kein destruktiver Ansatz. Oder? Nee? Ich kann dich leider nicht verstehen. Kannst du noch mal das Mikrofon bekommen? Oder habe ich dich missverstanden? Nein,
Also erstmal war an dich eher die Frage gerichtet mit der an dich war auch eher die Frage gerichtet mit der Verantwortung übernehmen, ob du, also angenommen, ihr würdet jetzt gewählt werden, wüsstest du, was dann zu tun ist? Ja. Aber ich habe das jetzt auch so mal zu... Ja? Ja. Also und ich, das andere, nur ganz kurz, es ist ja auch nicht gemeint, dass ihr destruktiv seid, nur weil, also ihr seid eher die Fragen stellen und den Finger in die Wunde legen und nicht vielleicht sofort die passende Antwort parat haben. Aber das ist ja auch eine wichtige Rolle, es war nur eine Frage. Genau, also mehr als ich jetzt gerade tue, kann ich aus meinem Lebensweg der letzten 10 Jahre heraus nicht tun. Also konstruktiver kann ich, glaube ich, gar nicht sein, als es genau mit den Mitteln, die ich gelernt habe, weiterzuführen. Und natürlich würde ich dann, wenn ich im EU-Parlament wäre, mit den aus meiner Sicht richtigen Leuten zusammenarbeiten. Bitte? Mit allen beiden? Ja, also es wird eine relativ kurze Suche sein. Ich war mir noch nicht so sicher, ob ich dich wählen soll, aber das klingt eigentlich ziemlich gut. Danke. Okay, meine Frage richtet sich jetzt noch einmal an Arne. Wie kann man euch denn, mal abgesehen von Geldspenden und Sachspenden, unterstützen? Es gibt verschiedene Ebenen. Die niedrigste Ebene, glaube ich, ist, sich fragdenstaat.de anzuschauen. Also über 100.000 Anfragen liegen da schon rum. Wahrscheinlich zu allen Themen, an denen ihr Interesse habt, gibt es da schon was. Schaut euch an, was es so gibt und was vielleicht noch fehlt und fragt das selbst an. Und wenn ihr da nicht rankommt, dann kontaktiert uns und dann schauen wir mal gemeinsam, wie wir da rankommen. Und im nächsten Schritt, gerade wenn ihr vielleicht in Berlin seid, wir haben einen Volksentscheid laufen bald hier. Wir haben ein Transparenzgesetz geschrieben, also eine bessere gesetzliche Grundlage. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Unterstützung beim Unterschriftensammeln zum Beispiel, beim Werbung machen dafür. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann geht gerne auf transparenz.berlin. Da findet ihr alle Infos und kommt da gern bei uns vorbei. So, erneut eine Frage an Nico. Der Sonneborn ist ja dafür bekannt, bei Abstimmungen abwechselnd Ja und Nein zu stimmen, wenn die Mehrheit eh so groß ist, dass er nichts mehr ändern kann. Nun wirft die Seite queer.de der Partei Homophobie vor, weil er einmal bei einer LGBT-Abstimmung dagegen gestimmt hat. Mhm. Wie würdest du sagen, du spürst diese Homophobie auch in der Partei oder hat da jemand was falsch verstanden? Nee, also innerhalb der Partei gibt es extrem viele Leute mit nicht klassischen sexuellen Rollen und die total aktiv sind und die streiten sich auch die ganze Zeit unter diesen Kommentaren mit den Leuten. Also aus eigener Erfahrung gibt es eben sehr viele Aktivisten innerhalb der Partei, die da anderer Überzeugung sind. Und soweit ich das mitbekommen habe, hat er damals bei dieser Ja-Nein-Sache sich einfach an Manfred Weber orientiert. Das hat er mir gesagt. Und Manfred Weber hat ja die Möglichkeit, also der folgt ja nicht diesem Ja-Nein-Prinzip, sondern der stimmt ja per Überzeugung ab. Und ich für mich lerne einfach daraus, dass ich mich nie an Manfred Weber orientiere. Ja. Hallo Arne, die Frage geht an dich, weil ich denke, wir Bärtigen müssen zusammenhalten. Wir erleben zurzeit eine große Machtkonzentration auf ausländische große Internetkonzerne, Stichwort Facebook, Amazon, Baidu zum Beispiel, wo auch wichtige Entscheidungen intransparent getroffen werden. Tut ihr da irgendwas dagegen oder hast du irgendwelche Ideen, Anhaltspunkte, wie man da vielleicht vorgehen kann und für mehr Transparenz bei diesen doch wichtigen Entscheidungen sorgen kann? Super Frage, super Thema. Das Problem, das wir da so ein bisschen haben, so was bei vielen unserer Aktionen ja so wie ich finde, schön charmant ist, ist, dass wir eine gesetzliche Grundlage haben, um dann mit dem Gesetz staatliche Akteure ranzugehen. Wenn wir uns jetzt Facebook oder Google oder so anschauen, Amazon, dann kommen wir da über
dieses Gesetz leider nicht ran. Aber was sich jetzt vor kurzem geändert hat mit der DSGVO, mit der Datenschutzgrundverordnung, mit den Datenschutzgesetzen, da kommt man schon ganz gut an die ran. Also was man zum Beispiel machen kann, ist das Auskunftsrecht gegenüber diesen Konzernen nutzen. Man kann zum Beispiel Facebook, Google, Amazon anfragen, welche Daten habt ihr über mich? Und allein schon dieser Akt, dann diese Gigabytes und Gigabytes von Daten zu bekommen, ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr klares Zeichen an die Konzerne. Und da planen wir gerade so ein bisschen mit, wir schauen mal, wie wir das dann auch wieder in so eine Massenbewegung kriegen können. Also was passiert, wenn 40.000 Leute gleichzeitig ihre Daten anfragen und was kann man dann über diese Konzerne lernen? Ich glaube, in dem Bereich sollte noch deutlich mehr gemacht werden. Vielen, vielen Dank.